Und damit welcome back, werte Survival-Fans da draußen für eure Bildschirme, zu einer weiteren interessanten Folge Pacific Drive. Schön, dass du da draußen wieder mit am Bildschirm klebst und ein großes, fettes Merci geht raus an all die Zuschauer, die das letzte Video positiv bewertet haben. Vielen lieben Dank. Ja, Freunde, machen wir mal weiter hier. Ich steig mal wieder ein in Luis. Wir müssen jetzt einmal zurückfahren. Wir haben in der letzten Folge den Stuff rangeholt, den wir brauchen, um weiterzukommen. Und jetzt heißt es, glaube ich, erstmal umdrehen. Ich weiß noch nicht ganz genau. Also wir müssen eigentlich in diese Richtung. Ich weiß nicht, ob ich über diesen Weg hier dahin komme. Aber grundsätzlich habe ich jetzt erstmal alle Materialien. Das ist doch voll der falsche Weg, Alter. Ja, Vollgas. Ich muss einfach geradeaus weiterfahren. Man sieht es an der Karte, ne? Sollte vielleicht erstmal die Karte anschauen und dann losdüsen. Aber nicht beides gleichzeitig. Sonst gibt's Unfall. Unfall, nichts gut. Boah. Okay, wir haben super schönes Wetter. Super angenehme Luft. Anomalien sind gerade keine ersichtlich. Oh, hier gibt es auch noch richtig viel zu sehen. Oh, da ist einer von diesen. Kann ich im Auto scannen? Nee, geht nicht. Okay. Ja, mache ich mir erstmal einen Bogen drumherum. Ich kenne die Viecher noch nicht. Und ich glaube, die machen Aua. Wow, wow, okay, okay. Ist hier keine offizielle Straße, oder? So, was ich aber mal kurz machen könnte. Also hoffe ich. Ich hoffe, der Dude da hinten verfolgt mich jetzt nicht. Nee, er hat nichts gecheckt. Wie sieht's denn aus? Kann noch ein bisschen was looten. Ich würde gerne nochmal kurz hier so reinschauen. Oh. Kann ich mich ducken? Ich kann mich auch ducken. Ah, perfekt. Gib, 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 gib. Schnell, schnell, schnell. Ansonsten, hier geht's auch noch rein. Theoretisch. Was ist hier Sache? Kaputtes Tastenfeld. Reparieren Elektriker-Kit. Okay. Habe ich im Grunde da. Aber ist dann im Grunde das Tastenfeld in Ordnung und ich brauche da noch einen Code oder wie läuft das? So, jetzt muss ich dann tatsächlich noch ein paar Sachen abschmeißen. Mechaniker war das jetzt. Ich kann das Teil da vorne echt noch überhaupt gar nicht einschätzen. Nullinger. Schnell zuweisen. Was mach? Wieso geht das nicht? Verriegelt, reparieren. Tue ich doch. Ende. Das nein. E. Geht nicht. Hier? Nein. Verstehe ich nicht. Ich hab doch ein Elektriker-Kit. Ach, das Mechaniker-Kit. Ach so. Ja, dann habe ich Pech gehabt. Ich kann ja mal gucken, ob ich so ein Teil herstellen kann. So ein Elektriker-Kit. Oh, das ist erstmal wieder weg. Schauen wir mal. Scheinwerfer, Vergaser. Wo werde ich denn das finden? Ist die Frage. Mechaniker, Abdicht-Kit, Starthilfe. Ich glaube, da brauche ich noch einen Bauplan. Ich glaube, so weit bin ich noch nicht. Gasermotor, Zahnrad. Nee, da komme ich noch nicht hin. Brauche ich irgendwie noch einen Blueprint, denke ich mal.
Das heißt, ich kann jetzt hier erstmal das gekonnt ignorieren. Check nochmal die Karte. Bin jetzt hier oben. Hier wäre auch nochmal ein interessanter Punkt gewesen. Vielleicht schauen wir uns das mal nochmal an. Hier sieht mir sowieso ein bisschen doof aus. Weiterfahren. Okay, dann hoffe ich mal, dass ich an dem Teil hier vorbeikomme, ohne groß Schaden zu nehmen. Komm, Luis. Wir schaffen das. Dream Team. Oh Gott, ich fahre halt voll rein, ne? Egal, ich muss. Okay, hier haben wir nochmal ein paar Einzelteile rumflacken überall. Good to know. Es ist sowieso noch relativ sicher, hätte ich mal gesagt, die Gegend. Später wird es ja mal dann noch richtig abgedreht. Mal sagen, wir parken hier, ha? So, damit kenne ich mich jetzt mittlerweile so ein bisschen aus. So, wenn er aufhört, jetzt ran. Schnell! Ah, hat er mich noch erwischt. Egal. Was ist denn da oben? Radio station's up on a hill somewhere. Eyes to the horizon. Okay, machen wir gleich. Erstmal checke ich hier die Lage. Ah, Mist. Brecheisen habe ich dabei, glaube ich, oder? Brecheisen könnte ich dabei haben. Ah, das sieht gut aus. Brecheisen ist am Start. Machen wir mal auf. Kann man eigentlich gleich beibehalten. Auf die 2. Zum Brecheisen muss man natürlich immer dabei haben. Ganz wichtig. Und natürlich Licht. Ist ja kein Lichtschalter? Ist das alles hier immer so düster? Ist echt wie Alone in the Dark, ohne Scheiß. Da ist auch alles so düster durchgehend. Oha, krass. Krasse Abteilung. Okay. Hier ist jetzt nicht so viel. Hier haben wir noch einen Spind. Very nice. Ja, Brecheisen habe ich am Start. Moment. Das habe ich doch gleich geregelt, du. Oh, Gasflaschen. Ein paar Chemikalien. Was sind solche Loot-Spiele, nicht was Schönes? Side Safety. Aber die brennen aber schon ganz schnell durch, muss ich sagen. Das finde ich jetzt nicht so geil. Aber gut, wahrscheinlich können wir die relativ simpel herstellen. Aber Lichtquelle ist halt einfach vonnöten, dass wir ja erstmal eine Taschenlampe oder sowas vielleicht finden. Laborcomputer. Ein Verschrotter. Jo, hab ich. So, Werkzeugkiste. Nice. Oh, geil, ein kompletter Verschrotter. Also, der ist zwar schon fast Schrott, der Verschrotter, aber hey. Nehme ich doch alles mit. Warum soll ich sowas hier lassen? Vielleicht kann ich sowas auch noch zerlegen. Danger. Alter, Finger ab. So.
Kann ich das jetzt grundsätzlich wieder ausmachen, die Fackel? Geht das? Nee. Brennt jetzt durch, oder? Ja. Naja, Pech gehabt. Es ist schon durch. Wurscht. Okay, cool. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Haben wir nochmal einen Verschrotter. Den würde ich jetzt allerdings erstmal nochmal ablegen. Ah, genauso wie so den ganzen Stuff. Also eigentlich können wir den ganzen Stuff erstmal ins Auto legen. So, hier nochmal ein bisschen sortieren. Dann habe ich die Hände im Grunde auch wieder frei. Haben ja die Karre immer bei uns. Hoffe ich doch. So, dann schauen wir mal jetzt mal nach oben, hätte ich gesagt, ha? Was ist das? Das sieht ja schon ein bisschen gefährlich aus. Ich glaube, Louis tut sich auch gerade ein bisschen schwierig, da hier hochzukommen. Also grundsätzlich checke ich noch nicht ganz, was hier so abgeht. Was für Experimente sind hier abgegangen? Warte, 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 warte. Halt! Oh, krass. Ich würde den erstmal hier abstellen. So, hier. Wir sind auf Entfernung. Damit ich mir das mal anschauen kann. Na, komm raus. So. Stabil? Nee, ich hab die Ding nicht drin. Moment. Also mit dem Einsteigen und so, das finde ich noch alles ein bisschen beschissen gemacht. Muss ich mal so sagen. So. Hä? Moment! Halt! Ich hatte es ja doch drin, den Parkmodus. Die Handbremse. Ja, jetzt ist stabil, jetzt passt. Okay. Kann ich das schon scannen? Nein. Guck mal einer an, hier ist ja eine Straße. Hallo? Kontrollposten. Okay, also hier glaube ich, habe ich noch Arschkarte, hm? Logbuch. Zugangs was? ZZZ, Sperrgebiet, ne. Umgebungsbedingungen. Oh, da gibt es ja auch echt noch einiges zu lesen, grundsätzlich. Lackierungen. Aber eigentlich hätte ich jetzt erstmal so das Logbuch gebraucht. Was denn jetzt eigentlich hier Sache ist. Zugangskontrollpolster. Okay, also ich kann hier einfach noch nicht durch. Alright, weiß ich Bescheid. Das heißt, hier macht es jetzt noch keinen Sinn, weiter zu schauen. Also, das ist nicht gut gemanagt hier, der Steuerung. So, gut. Alter, ich sehe ja gar nichts. Au, shit, Baum. Ah, okay, alles wieder gut. Okay, checken wir mal kurz die Karte. Hier war mal. Ich würde jetzt hier runterfahren. Wir müssen ja eh so in die Richtung. Verzeihung. Cruisen wir mal weiter. Wir sind die Cruisen, wenn wir cruisen. Wenn wir durch die City düsen. Was macht eigentlich der Tank? Sieht eh noch stabil aus.
da irgendwas Spezielles rausbekommen aus dem Teil hier? Okay, nur E tippen zum Aussteigen. Nicht gedrückt halten. Muss ich mir merken. Stahltür. Ah, Glasscherben. Metallschrott. Nichts Besonderes, würde ich jetzt behaupten. Ist eher so ein 0815-Zeug. Kann ich hier noch irgendwas Spezielles rausholen? Ich glaube nicht. Okay, weiter, Luis. Ah, da vorne wird es interessanter. Sieht aus wie so eine Tankstelle. 1973. Was ist Plasma? Sieht allerdings auch relativ sicher aus hier. Ja, ich bin halt noch in der sicheren Zone. Das ist alles gut. Da kann man gemütlich looten. Adis. Was war das? Oh, oder nee, das sieht nicht sicher aus. Sieht überhaupt nicht sicher aus. Kann ich die Axt nehmen? Nein. Ich will da eigentlich gar nicht zu nah ran. Ich meine, was ist das hier für eine Lebensform? Ist hier richtig Science Fiction, hä? Okay, ich geh mal rein. Hab ich Bock drauf. Hallo? Sieht nicht gesund aus hier drin. Gefahr, ja. Ich merk schon. Ach, Strahlung. Ja, lecco mio. Wie schütze ich mich denn gegen Strahlung? Okay, da sollte ich erstmal nicht reingehen. Wäre nicht so gut. Mal eigentlich hier speichern. Ne. Witzigerweise nicht. Okay, die Strahlung geht wieder zurück. Das ist gut. Hier ist ein Benzinfass. Ist praktisch. Könnte ich dann nochmal tanken, aber das muss ich jetzt erstmal nicht machen. Erstmal wird gelootet, dann wird getankt. So, hier brauchen wir, glaube ich, wieder eine Brechstange. Ja. Gute alte Brechstange. Das Harteisen. Geht schon wieder ein bisschen was zusammen. Was ist das denn? Ein Umwandler? Hey, der hat an sich gerade aber nichts dabei. Nö. Was macht denn ein Umwandler? Kann ich da sagen, Alter? Keine Ahnung. Wie zwei Brecheisen, oder? Kann ich splitten? Schieben Ausrüstung. Nicht abgelebt werden. Okay. Ich dachte mir vielleicht irgend so ein Zerstörer. Ach so, guck mal hier. Irgendwas mit Glas. Ja, kann ich bestimmt so ein paar Sachen umwandeln, ne? Kaufgut deutsch gesagt. Einfach nur umwandeln. Irgendwas aus Glas. Etc. pp. Es wird dunkel. So, ich glaube, hier drin habe ich alles. Dann checken wir mal kurz die Tanke.
Oh. Hallo, was geht ab? Rocket Cola. Yo. Koffein kann ich gebrauchen. Hier kann ich auch noch mal ein bisschen tanken, wenn es ist. Das hier kommt mal gut an Benzin. Boah. Strahlung ist ja voll im Arsch hier. Wie komme ich denn an Strahlungsschutz ran? Das ist ja der Wahnsinn. Ich meine, wenn ich jetzt hier reingehe... Zieht mir die Strahlung jetzt irgendwie Leben ab? Ist die Frage. Aktuell sage ich ja. Okay, doch. Tut's. Okay, ab einem gewissen Strahlungswert kriege ich Schaden. Das ist natürlich jetzt blöd. Kann ich mir nochmal irgendwie so ein Erste-Hilfe-Ding machen? Ja, easy. Easy. Brauche irgendwas, was mich gegen Strahlung resistent macht. Gibt's da irgendwas? Schrotterbrecheisenimpuls. Ab dich, Kid. Ja, es hat ja alles nur mit meiner Karre hier zu tun. Was ist denn mit mir? Wie kann ich mich denn verpflegen? Gas und Motor. Ich glaube, ich brauch einfach mehr Kiel rein, oder? Ich kann halt wirklich nur das erste Hilfeset machen. Mehr geht nicht. So, dabei habe ich's. Dann gehe ich jetzt nochmal rein. Kann ich aber auch nochmal in das kleine Ding dann da rein. So muss ich halt schnell durchgehen. Es geht hier, Radio. Ist noch ein Rucksack. Was ist das? Irgendwas Cooles? Oh, sehr gut. Zack, hier müssen wir richtig schnell durchgehen. Okay, hier habe ich alles. Oh, noch ein Kühlschrank. Okay, habe ich. Haben wir hier noch was? Da muss ich mich halt jetzt immer gegenheilen. Das ist erst so das Erste, was mir einfällt. Bis ich halt weiß, wie das dann funktionale, ne? Bisschen Kaugummi, nein, hier ist nichts mehr. So. Dann würde ich aber sagen, dann gehe ich nochmal schnell in das Gebäude. Solange die Fackel noch brennt. Müsste gleich durch sein. Scheiße. Muss schnell gehen. Einmal rein. Anomalie, was? Steinschlag. Gib. Jetzt geht mir da langsam der Platz aus. Und das Licht auch. Goddammit. Telefon. Schrotter. Schon, was das so rausgeht. Was ist das hier? Tourist. Truhe. Kommode noch schnell ausräumen. Aber läuft eigentlich ganz gut. Läuft ganz gut. Irgendwas übersehen noch? Glaube nicht, ja? Glaube, ich habe hier alles. Die Box war ja leer. Ja, wieder raus. Okay, aber so geht's. So geht's. Einfach hier entgegenheilen. Das passt dann schon. So, da habe ich jetzt die Tanke. Was ist da vorne noch? Wir könnten mal kurz Luis noch ein bisschen tanken. Moment. Bin zwar noch relativ voll, aber wenn wir schon hier sind, warum denn nicht? Das verstehe ich noch nicht ganz mit diesen Anomalien hier. Was geht hier ab? Was? Ah, nein! Reicht das jetzt?
Ach scheiße, reicht nicht. Das reicht nicht. So, dann tank mal nochmal voll und dann wär's das erstmal wieder gewesen für heute, würde ich sagen. Huh? So, gib mir den Zapfhahn hier. So, perfekt. Alles klar, Leute, dann würde ich sagen, wäre es das erstmal wieder gewesen für heute. Ich bedanke mich bei euch da draußen recht herzlich fürs Zusehen. Und wenn es euch gefallen hat, ihr wisst es ja, kurz mal den Daumen drücken oder einen netten Kommentar verfassen. Jetzt wünsche ich euch noch einen erfolgreichen und lässigen Tag. Bleibt sexy und geschmeidig. Bis zur nächsten Folge. Tschüssikowski.